Betreten nicht möglich. Ah, ich muss noch der Quest machen. Dann mache ich halt was anderes. Er ja, war eigentlich ganz cool gewesen. Ich sammle das Adlersiegel auf Burg Lutera und sprich mit Tyrion. Ach so, warte mal. Kann ich mich da nicht irgendwie hinspielen? Mit irgendwelchen diversen Notenblättern. Die anspornende Hymne von Lutera. Du begibst dich sofort nach Burg Lutera. Ah, das habe ich auf 7 gespeichert. Okay. Und jetzt? Ah, nach oben. Gute Neuigkeiten? Du hast das Grab des Königs gefunden. Ich wusste, du schaffst das. Nie zuvor wurde es entdeckt. Ich würde liebend gerne mit dir gehen, doch ich kann den Palast gerade nicht verlassen. Bitte sieh dort an meiner Stadt nach. Hier ist das Adlersiegel der königlichen Familie. Damit und mit dem Schwertsiegel solltest du das Grab des Königs öffnen können. Möge der König des Königreichs mit dir sein. Gehe zum Wald von Lastra. Das hier ist hier die Trophäe der Entschlossenheit an euch. Ist nicht geguckt. Sag mal. Aber die ist doch, glaube ich, auch hier. Ne? Ja, das mache ich doch dann glatt mal. Sag mal, bin ich hier falsch? Nee, ich bin richtig. Denke daran, deinen Triporter zu aktivieren. Oh. Immer dieses Gelaufen. Das ist die Prüfungsarena.
Beeindruckend. Sprich mit Lorenz. Hallo Lorenz. Beeindruckend, nicht wahr? Ein ungeschlagener Champion mit 1000 Siegen. Zocki Male, ich bin mir sicher, dass du stark genug bist, um selbst in diesen Ruhmeshalle einzugehen. Spitze. Und jetzt? Ist es auch hier zufällig? Nee. Die Ruhiger-Ebene. Hier voll viel abzugeben, vielleicht gehe ich mal dahin. Was für ein wunderbarer. Dann mache ich mal die Drecksarbeit für die Leute hier. Ich den ganzen Tag lang nur Drecksarbeit machen. Okay. Ja. Spitzer. Was? Sie geben allen Tribut zurück? Oh. Lang lebe König Tyrain. Vielleicht sehen die Dinge gar nicht so schlecht. Vielleicht stehen die Dinge gar nicht so schlecht. Wir sollten den Bauern die guten Neuigkeiten direkt überbringen. Ihr Blümchen. Okay, was hatte ich noch? Ah, da überbringen. Okay, die Brieftaube ist weggeflogen. Ich hoffe wirklich, dass er aufhört, solche lächerlichen Pläne zu schmieden. Und frische Luft tun echt gut. Ja, das ist es. Es ist so wunderschön. Bald schon wird diese Welt ein Meisterwerk von François, am Maestro unter den Malern bewundern. Was war, oder? François. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich habe dich jedoch außen vor gelassen. Du bist nicht wirklich das ansehnlichste Modell. Tut mir leid, aber ist so. Egal, du hast gute Arbeit geleistet.
Ja gut, ich bin auch als blaue Pflaume verkleidet. Als fette blaue Pflaume. Kein Wunder, dass der mich nicht malen will. Hab ich da noch eine? Wieso habe ich das denn nicht gemacht? Vielleicht sind die untergegangen. Kann nur so sein. Ah, da ist noch eine Quest. Noch bevor du zurückkamst, erhielt ich Elias Antwort. Sie sagt, eine Heirat würde nur politischen Zwecken dienen, indem sie unserer Familien fehlende Fehde beilegen würde. Sie würde nicht aus Liebe begangen, zumindest in ihren Augen nicht. Solch eine Heirat wäre auf einer Basis aus Sand errichtet. Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich muss unsere Familienfehde auf eine andere Weise beilegen. Ich könnte sie dazu zwingen, mich zu heiraten. Ja, es ist... Der Gedanke liegt nahe, aber... Was macht man halt sowas? Wenn ich unsere Familie ein letztes Mal gegeneinander ausspiele. Aber nein, das werde ich nicht. Das werde ich ihr nicht. Egal, das kann ich dem Mädchen nicht antun, das ist schon so lange Liebe. Ja, mach's nicht. Ha, sehe ich da etwa ein Funkeln in deinen Augen? Oh, vielleicht hat sie recht. Ich ertrage es nur nicht, dass beide zu zerstritten sind. Bitte schau, ob du mir eine falsche Wein bringen kannst, ohne dass mein Vater es mitbekommt. Ich werde langsam durstig. Ich frage mich eigentlich immer, warum lese ich es eigentlich vor? Ich könnte es ja auch eigentlich einfach wegklicken. Halt, Moment mal. Da ist ein Schleichweg, da muss ich lang. Hä? Hier, du? Was muss ich jetzt hier machen? Ach so. Das ist ein falscher 50er. Der auch. Muss ich mich jetzt warten, bis mich wieder einer so hinterlistig angreift? Oder wie ist das jetzt hier? Finde und besiege Sheriffs verkleidete Soldaten. Du hier vielleicht auch nicht? Du? Den hatte ich doch schon. Also zweimal den gleichen, okay. Nun gut. Ich wusste, du würdest helfen, endlich Luban wieder ruhig zu schlafen. Luban wieder ruhig schlafen. Endlich Luban wieder ruhig schlafen. Wir sollten die Kunde verbreiten, um das Gerücht zu stoppen, dass er mit dem Regenten gearbeitet hat. Es wäre toll, wenn du selbst die Kunde verbreitest. Jetzt gehe ich mal zum größten Drahtstand in der Stadt. Wirklich? Oh, ich habe nur einige anderen Leuten sagen hören. Oh, bitte sag niemandem, dass ich das Gerücht in die Welt gesetzt habe. Ich habe es gewusst, es ist die größte Drahtstange in der Stadt. Ich hege wirklich keinen Groll gegen Luban. Er ist echt ein guter Mann. Ja, das sagen sie hinterher immer an. Vorher tratschen sie es überall rum. Weil es ja so gut gepasst hat gerade.
Habe ich hier einen Mokoko-Samen zufällig? Nein. Was das ist? Ach, das ist nichts. Ich habe nur etwas im Auge. Es geht mir gut, wirklich. Und außerdem gebe ich nicht auf, noch nicht. Ich werde ein besserer Mann und so ihre Meinung ändern und ihr Herz für mich gewinnen. Aber doch hoffentlich auf ganz natürliche Art und Weise. Voll erzwungen. Purem Eigennutz. Oh, wir haben ihn gänzlich missverstanden. Oh, armer Luban. Wir sollten gehen und uns entschuldigen. Danke, dass du uns Bescheid gesagt hast. Burg Luterra. Und das andere ist auch. Nee, nicht Burg Luterra. Aber da kann ich noch was machen. Dann mache ich das noch. Weißt du, wie es den anderen Kontinenten ergeht? Das Buch ist dicker, als ich dachte. Soll ich es lesen? Veranstalten einen Ball oder sowas. Was? Was sind das für Bücher? Boris soll sie geschickt haben? Merkwürdig. Ich dachte, dass es mir keine Beachtung schenkt, weil er ja immer die Nase in seinen Büchern vergraben hat. War ich zu schnell? Als nächstes, Eure Majestät, sollten wir über die Nahrungsknappheit in der Stadt sprechen. Danach können wir die Erweiterung unseres Bildungssystems in Angriff nehmen. Was? Entschuldigung, wer bist du? Warum beachtest du mich? Beobachtest du mich? Moment mal, dich habe ich doch bei seiner Majestät Tyrain gesehen, nicht wahr? Oh, das ist super. Du siehst seiner Majestät nahe, oder? Du stehst sein. Ich könnte es echt am besten nicht. Klick's einfach weg. Du stehst seiner Majestät nahe, oder? Vielleicht könntest du mir helfen, herauszufinden, wie ich König werden kann, Königin werden kann. Ich habe viele Ideen, von denen ich überzeugt bin, dass sie die Nation besser machen würden. Und als Königin? Aha. Habe ich hier welche? 14 Stück? Habe ich 14 Stück? Keine Ahnung. Da
toll, wenn es in der Taverne nach einem langen Arbeit...